Heute für euch 5 Zaubersprüche und Fähigkeiten, die Severus Snape besser konnte als jeder andere. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Severus Snape, den Professor für Zaubertränke und späteren Schulleiter von Hogwarts, sowie um seine mächtigsten Zaubersprüche und Fähigkeiten. Eine Sache, die ich gleich zu Beginn erwähnen möchte, ist, dass Snape einer der mächtigsten Zauberer in der Welt der Zauberei ist. Und das Beeindruckendste an ihm ist, dass er nicht einmal so alt war, als er starb. Snape verstarb nämlich im zarten Alter von 38 Jahren. Obwohl er nicht ganz auf dem Niveau von Voldemort oder Dumbledore war, befand er sich auf einem guten Weg dorthin. Wenn er noch ein paar Jahrzehnte länger gelebt hätte, so wie diese beiden, denke ich, dass Snape vielleicht die Chance gehabt hätte, der mächtigste Zauberer aller Zeiten zu werden. Leider werden wir genau das nie erfahren, und obwohl ich sicher bin, dass er das Potenzial hatte, unüberwindliche Macht zu erlangen, hat er es realistischerweise letztendlich nicht geschafft, sowohl Voldemort als auch Dumbledore zu übertreffen. Trotz alledem war Snape immer noch sehr erstaunlich, und ich habe das Gefühl, dass er manchmal ein wenig unterschätzt wird. Im Laufe der Saga zeigt Snape immer wieder Zaubersprüche und Fähigkeiten, die schwer anzuwenden und oft einzigartig sind. Er ist auch deshalb ein vielseitiger Zauberer, weil er sich nie davor gescheut hat, Experimente mit den dunklen Künsten zu wagen. Er kennt sowohl die guten als auch die finsteren Zaubersprüche, und er kennt sie alle. Snape ist ein Beweis dafür, was man erreichen kann, wenn man sich einer Sache wirklich widmet und seine Energie reinsteckt. Als Schüler hatte Severus Snape immer den Kopf in den Büchern, lernte ständig und machte viele Fortschritte. Er war zielstrebig und ließ nicht zu, dass vorübergehende Befriedigungen und bisschen Spaß ihn davon abhielt, mehr zu erreichen und weiterzulernen. Obwohl er durch Mobbing und den Verlust seiner Freundschaft zu Lily Evans auf einen dunklen Pfad abglitt, nutzte Snape seinen Hass auf die Rumtreiber nur als Treibstoff. Dies gab ihm den Antrieb und die Motivation, mehr zu sein und mehr zu tun. Im heutigen Video werden wir uns Snapes 5 mächtigste Zaubersprüche und Fähigkeiten ansehen. Legen wir direkt los. Beginnen wir mit dem Platz 5, und dort haben wir Sectum Sempra. Auf Platz 5 unserer Liste befindet sich Snapes ganz eigener Zauberspruch Sectum Sempra. Wir erleben Sectum Sempra zum ersten Mal in den Filmen, als Harry ihn gegen Malfoy im Halbblutprinzen einsetzt. Sectum Sempra ist ein bösartiger dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert wirkt und beim Ziel Schnittwunden, Blutungen und tiefe Schnitte verursacht. Oftmals bleibt das Ziel nach einem Treffer regungslos liegen, während es Blut verliert. Dieser Fluch scheint eine Spezialität von Snape zu sein und wird in seinem Lehrbuch für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung erwähnt. Das einzige Gegenmittel gegen Sectum Sempra ist der Zauber Vulnera Sanentur, der möglicherweise ebenfalls von Severus Snape entwickelt wurde. Das Gefährliche an Sectum Sempra ist jedoch, dass es für Harry scheinbar einfach war, ihn herzuzaubern und dennoch Draco Malfoy beim ersten Einsatz beinahe getötet hätte. Während unverzeihliche Flüche wie Crucio, Avada Kedavra und Imperio Absicht und ein tiefes Verständnis der Zaubersprüche erfordern, scheint Sectum Sempra nicht dasselbe Maß an Absicht oder Verständnis zu benötigen und dennoch ähnlich tödliche Folgen zu haben. Das macht ihn viel gefährlicher, weil er für normale Zauberer auch anwendbar ist. Einzigartig unterscheidet sich Snapes Zauber von den traditionellen unverzeihlichen Flüchen natürlich auch dadurch, dass er einen Gegenzauber hat, also auch was Positives. Kommen wir zur Nummer 4. Auf Platz 4 unserer Liste steht Snapes beeindruckende Fähigkeit zur Herstellung von Zaubertränken. Von 1981 bis 1996 war Snape der Zaubertränkemeister in Hogwarts und zeigte dabei außergewöhnliche Geschicklichkeit in der Kunst der Zaubertrankherstellung. Schon immer fleißig und bestrebt, sein Wissen zu erweitern, konnte Snape erfolgreich jede gewünschte Zaubertrankeart herstellen. Seine Fertigkeiten beeindruckten sogar seinen ehemaligen Professor Horace Slughorn während seiner Schulzeit. Tatsächlich war Snape so versiert und auf einem eigenen Niveau, dass er viele Anleitungen in seinem Lehrbuch für Zaubertränke umschrieb. Als Harry zum ersten Mal an Slughorns Zaubertränkeunterricht teilnimmt, entdeckt er Snapes ehemaliges Lehrbuch. Zuerst erschien es Harry wie ein gewöhnliches Buch, doch beim Durchblättern fielen ihm einige Besonderheiten auf, insbesondere die Inschrift des Vorbesitzers. Dieses Buch gehört dem Halbblutprinzen. Weiterhin bemerkte er, dass auf jeder Seite Teile der Anleitung durchgekritzelt waren. Statt den Originalanweisungen zu folgen, hatte dieser Halbblutprinz seine eigenen, verbesserten Anweisungen niedergeschrieben. Harry erkannte schnell, dass diese alternativen Anweisungen deutlich effektiver waren als die Originalanweisungen, da er mühelos die geforderten Tränke herstellen konnte. Dieses Buch diente Harry wie ein Spickzettel für alle Zaubertranklektionen, und durch die Befolgung dieser Anweisungen beeindruckte Harry Slughorn nachhaltig.
Dies ist der beeindruckende Beweis für Snapes herausragende Fähigkeiten in der Herstellung von Zaubertränken. Obwohl Hogwarts seit über 1000 Jahren besteht und die Lehrbücher von erfahrenen Zaubertrankprofessoren verfasst wurden, gelang es Snape, diese zu verbessern, und zwar deutlich. Für den Rest des Schuljahres folgte Harry weiterhin den Anweisungen des Halbblutprinzen, wann immer sie von den Originalanweisungen abwichen. Dies führte dazu, dass Slughorn von Harrys Fähigkeiten schwärmte. Es gibt viele mächtige Zaubertränke in der Welt von Harry Potter und es wäre Snape zuzutrauen, dass er sogar einen davon erschaffen könnte. Zu den beeindruckendsten Tränken gehören Veritaserum, ein Wahrheitstrank, Felix Felicis oder auch flüssiges Glück genannt, das außergewöhnliches Glück bringt, Amortentia, der den Trinker in starke Besessenheit oder Verliebtheit versetzt, und der Vielsafttrank, der es dem Trinker ermöglicht, das Aussehen einer anderen Person anzunehmen. Snape beherrschte die Kunst, all diese Tränke zu brauen. Auf Platz 3 unserer Liste steht natürlich der ungestützte oder auch freie Flug, also die Fähigkeit, frei durch die Lüfte zu schweben, und zwar ohne einen Besen oder einen Zauberstab. Die einzige andere bekannte Hexe oder Zauberer, der ohne eine Art von Zauber fliegen kann, ist der dunkle Lord Voldemort selbst. Diese außergewöhnliche Fähigkeit ist äußerst selten und gilt als Zeichen für eine wirklich mächtige Hexe oder einen mächtigen Zauberer. J.K. Rowling hat erklärt, dass grundsätzlich alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit besitzen, zu fliegen, jedoch die große Mehrheit ein Besen oder andere Hilfsmittel benötigt, um diese Fähigkeit zu nutzen und zu kanalisieren. Im Falle von Snape und Voldemort sind sie so konzentriert und mächtig, dass sie in der Lage sind, die notwendige Energie zum Fliegen ohne äußere Unterstützung zu kanalisieren. Sie nutzen die Kraft, um sich selbst schweben zu lassen, anstatt auf einen Besen angewiesen zu sein. Das Fliegen kann in verschiedenen Situationen äußerst nützlich sein, da es die Möglichkeit bietet, schnell zu entkommen oder ein Ziel mit Leichtigkeit zu verfolgen. Es ist wichtig zu beachten, dass freies Fliegen nicht mit Levitation verwechselt werden sollte, da letztere beim Menschen nicht funktioniert und nur Objekte ein paar Meter über dem Boden schweben lässt. Auf Platz 2 unserer Liste steht die Fähigkeit zur Erschaffung von Zaubersprüchen. Die Erschaffung neuer Zaubersprüche ist äußerst anspruchsvoll und gilt in der Vergangenheit als äußerst gefährlich. Nur Hexen und Zauberer mit außergewöhnlicher Geduld und einem tiefen Verständnis der Magie waren bisher in der Lage, erfolgreich neue Zaubersprüche zu entwickeln und vor allem welche, die auch einen Nutzen haben. Snape, der über beides verfügte, hat sich als äußerst erfolgreich in der Kunst der Zauberspruchschöpfung erwiesen und im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Zaubersprüchen erschaffen. Diese beeindruckende Liste umfasst den Zehennagel-Wachstumsfluch, der die Zehennägel der Opfer alarmierend schnell wachsen lässt, Langlock, der die Zunge des Opfers am Gaumen festklebt, der Mofiliato-Zauber, der die Ohren aller in der Nähe befindlichen Personen mit einem nicht identifizierbaren Summen füllt, Levi-Corpus, der den Körper des Opfers in die Luft hebt, und Libera-Corpus, der das Opfer aus der Luft fallen lässt. Nicht zuletzt sei Sectum Sempra erwähnt, den ich bereits zuvor genannt habe. Einige andere Hexen und Zauberer haben ebenfalls Zaubersprüche erschaffen, aber unter ihnen scheint Snape das beeindruckendste Portfolio an eigenen Zaubersprüchen vorzuweisen. Dies spricht wirklich für seine außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten. Es bleibt spannend zu überlegen, welche weiteren beeindruckenden Zaubersprüche Snape hätte erschaffen können, wenn ihm ein längeres und erfüllteres Leben vergönnt gewesen wäre, vor allem weil er erst 38 Jahre alt war, als er starb. Und die Nummer 1, Occlumentic. Occlumentic ist die Kunst des magischen Verschließens des eigenen Geistes gegenüber Legilimentic, einer Fähigkeit, die darin besteht, durch die Gedanken und Gefühle der Menschen zu navigieren, um Zugang zu ihnen zu erhalten und sie möglicherweise zu beeinflussen. Das bedeutet, du wirst quasi undurchschaubar. Severus Snape ist ein Meister der Occlumentic und damit ein Meister der Undurchschaubarkeit und vielleicht neben Dumbledore einer der wenigen Menschen, dessen Geist vor einem Meister der Legilimentic wie Voldemort sicher ist. Trotz ziemlich häufiger Interaktionen mit Lord Voldemort kann Snape als Doppelagent ihn immer noch täuschen, was wirklich für seine Fähigkeiten als Occlumenticer spricht, möglicherweise sogar über Dumbledores Fähigkeiten in diesem Bereich hinaus. Ein Anfänger in Occlumentic kann lediglich seinen Geist reinigen, um ihn vor Gedankeninfiltration zu schützen, während ein Meister der Occlumentic in der Lage ist, seine Gedankenmuster zu verändern, um den Legilimentiker sogar zu verwirren. Da Occlumentic eine seltene Fähigkeit ist und Snape sie meisterhaft beherrscht, halte ich es für angemessen, sie an die Spitze dieser Liste zu platzieren. Und damit ist diese Liste abgeschlossen. Was haltet ihr davon? Seid ihr mit dieser Liste einverstanden oder denkt ihr, dass da andere Fähigkeiten sind, die ich übersehen habe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.